Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Lightroom und Photoshop Tutorials. Heute geht es mal um das Thema HDR. Ja, das Thema HDR wurde ja jetzt schon öfter angefragt und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, endlich mal zu diesem Thema auch ein Video zu machen. Genauer gesagt geht es heute um die 32-Bit-Variante von der HDR-Datei. Wenn ihr jetzt noch nicht genau wisst, was das ist, kein Problem, ihr werdet es gleich erfahren. Außerdem will ich auch nochmal auf den Newsletter hinweisen. Alle, die den Newsletter jetzt schon abonniert haben, können diese 5 RAW-Dateien hier in ihrem Newsletter finden, der heute verschickt worden ist. Und damit könnt ihr dann während des Videos live mitarbeiten. Für alle anderen, wenn ihr in Zukunft die RAW-Dateien kostenlos mit dazu bekommen wollt zum Mitarbeiten, dann meldet euch einfach bei meinem Newsletter an, dann bekommt ihr wöchentlich den Link zu den aktuellen RAW-Dateien zugeschickt und den Link zum Newsletter findet ihr unten in der Beschreibung. Also fangen wir einfach mal an. Ich werde jetzt diese 5 RAW-Dateien hier benutzen. Das ist eine Bracketing-Aufnahme aus der Kamera, das heißt 5 verschiedene Belichtungen von ganz dunkel bis nach ganz hell. Und mit diesen 5 Belichtungen werde ich eine HDR-Datei erstellen, das heißt eine High Dynamic Range-Datei. Das heißt, ich werde aus allen Belichtungen das Bestmögliche herausholen, um dann ein super Bild am Ende zu erstellen. Und wie wir das genau machen? Ich werde jetzt mit der Shift-Taste hier alle 5 Bilder auswählen und dann mit einem Rechtsklick auf Bearbeiten in Photoshop zu HDR Pro zusammenfügen mal anklicken. Und dann öffnet sich Photoshop und wir werden mal gucken, was uns hier genau erwartet. So, Photoshop hat uns jetzt ein neues Fenster geöffnet, wo die 5 Dateien hineingeladen worden sind. Und jetzt können wir uns als erstes hier mal für einen Modus entscheiden. Standardmäßig sind wir jetzt auch schon auf dem 32-Bit-Modus, den wir dann auch verwenden wollen. Früher war es so, dass man die HDR-Dateien mit einem 16-Bit-Modus verrechnet hat. Und dann hatte man hier noch so ein paar Regler, wo man einstellen konnte. So ähnlich sieht es auch in zum Beispiel Photomatix aus, wenn man damit seine HDR-Dateien erstellt. Aber wir konzentrieren uns heute mal auf den 32-Bit-Modus, denn ich finde, hier hat man erstens ein sehr viel realistischeres Ergebnis und zweitens hat man halt noch sehr, sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, was den Dynamikumfang angeht. Und deswegen werden wir uns heute mal mit dem 32-Bit-Modus beschäftigen. Das sieht jetzt hier in der Vorschau erstmal ein bisschen komisch aus. Da denkt man so, naja, der 16-Bit-Modus sieht doch eigentlich schon besser aus. Aber wartet einfach mal ab, wenn wir jetzt hier gleich auf OK drücken, was dann passiert, wenn wir wieder in Lightroom sind. Wir können jetzt hier noch diesen einzelnen Regler so ein bisschen hin und her bewegen und können da ja so ein bisschen die Helligkeit im Bild noch bestimmen. Das werde ich jetzt hier einfach mal tun, bis wir ein ungefähr ja, ganz ansprechendes Ergebnis haben. Und dann klicke ich hier einfach mal auf OK. Photoshop wird jetzt das Bild zu einer HDR-Datei, zu einer TIFF-Datei zusammenfügen, die wir dann gleich speichern können. Und dann werden wir unsere eigentliche Retusche in Lightroom beginnen. So, das ist unsere 32-Bit-Variante von unserem HDR-Bild und ihr seht, ja, so ein klein bisschen ist es zu dunkel, aber das machen wir alles gleich dann in Lightroom. Ihr seht auch hier oben, hier steht jetzt die 32, also 32-Bit-Datei und das Ganze werden wir jetzt einfach schließen. Photoshop fragt uns, ob wir das Ganze speichern wollen, das wollen wir natürlich und dann geht es gleich zurück zu Lightroom und dann werden wir unsere Retusche beginnen. So, in Lightroom angekommen, seht ihr jetzt auch schon, hier unten ist die TIFF-Datei dann auch gleich angekommen und wir können unsere Retusche beginnen und wir sehen schon, es ist jetzt ein wenig sehr, sehr dunkel geworden, das Bild, aber das ist kein Problem, denn jetzt passt auf, wir können jetzt die Belichtung hier hochschrauben ohne Ende und genauso können wir natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber da das Bild jetzt schon standardmäßig relativ dunkel ist, werde ich hier einfach mal die Belichtung hochziehen auf ungefähr, ja, so plus 4. Also 4 Blendenstufen nach oben. Und jetzt zoome ich mal in das Bild rein und jetzt guckt mal, ob hier irgendein Rauschen drin ist. Nein, nichts. Das Bild ist komplett rauschfrei. Und warum ist das so? Diese Datei hat jetzt die Informationen von allen 5 RAW-Dateien von davor zusammengespeichert. Das heißt, dass auch die kompletten Informationen zum Beispiel von dem komplett überbelichteten Bild mit drin sind und von dem komplett unterbelichteten. Und deswegen fängt es überhaupt nicht an zu rauschen, denn einfach aus dem Grund, wir haben diese Daten einfach aus allen 5 Sätzen hier drin. Das ist unglaublich cool, wir können unglaublich viel jetzt damit machen. Ich kann jetzt hier die Tiefen aufhellen, wie ich möchte. Und wenn ich die jetzt mal auf plus 100 aufhelle und dann mal reinzoome hier,
Man kann so gut wie kein Rauschen sehen. Und das ist der absolute Wahnsinn. Also wir haben mit dieser 32-Bit-Datei einfach unglaublich große Möglichkeiten in unserem Dynamikumfang. Wir können diese Datei wirklich super gut bearbeiten. Und wenn ich jetzt hier einfach mal so meinen typischen Workflow mache, einfach mit die Tiefen ein bisschen aufhellen und die Lichter etwas abdunkeln, so in der Art, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen die Weißwerte angleichen mit gedrückter Alt-Taste. Dann sieht man auch noch, wo das Ganze jetzt schon anfängt, wirklich zu überstrahlen. Und genau das gleiche machen wir auch noch mit den Schwarzwerten. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Dann geben wir dem Ganzen noch etwas Kontrast hinzu, um das Ganze noch etwas, ja, poppiger zu machen, das Bild. Die Klarheit setze ich ein kleines Stück wieder runter. Und dann werde ich einen Verlaufsfilter nehmen, denn der Himmel ist mir hier noch etwas zu bläulich. In diesem Fall war es so, dass die Sonne hinter uns untergegangen ist. Und deswegen haben wir hier einen relativ bläulichen Himmel noch, aber relativ orangene Gebäude. Und das gefällt mir nicht ganz so sehr. Deswegen werde ich hier einfach mal so einen Verlaufsfilter setzen. Den werde ich etwas abdunkeln. Das ist schon ganz gut so eingestellt. Und dann werde ich hier die Magentatöne mal komplett rausnehmen. Ja, nicht komplett, aber schon ziemlich doll. Und dafür relativ viel Gelb mit reinnehmen in das Foto, um so den Himmel etwas den Gebäuden noch anzugleichen. So gefällt mir das schon ganz gut. Vielleicht ein bisschen mehr Magenta noch. Ja. Und komplett Gelb. So sieht das schon ganz gut aus. Dann werde ich jetzt hier mal weiter runtergehen. Mal gucken, was wir hier noch so machen. Ich werde auf jeden Fall das Bild noch schärfen. Wieder mein typischer Betrag von 80. Und dann werde ich das Ganze mit der Alt-Taste gedrückt dabei noch ausmaskieren. Ihr wisst es inzwischen, alles was schwarz ist, wird nicht geschärft. Alles was weiß ist, wird geschärft. Und wir wollen möglichst die Konturen hier schärfen. Und wenn ich jetzt hier nochmal reinzoome in das Bild, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt im Video sieht, aber ich habe hier ein super, super scharfes Bild ohne irgendwelches Rauschen. Also das ist wirklich unglaublich, was man aus so einer 32-Bit-Datei rausholen kann. Da bin ich wirklich äußerst begeistert von. Ich werde die chromatische Aberration noch entfernen, die Profilkorrekturen werde ich noch aktivieren. Ja, da passiert jetzt gar nicht viel. Und dann werde ich noch eine kleine Vignette drumherum machen, um das ganze Bild so etwas zu schließen. So gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas mache. So gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Ich werde hier vielleicht noch so ein bisschen mehr ins Gelblich gehen, denn wir hatten schon einen krassen Sonnenuntergang. Also den Weißabgleich stelle ich auf ungefähr 6500. Das gefällt mir schon so eigentlich sehr, sehr viel besser. Vielleicht noch ein bisschen mehr Magenta rein. Ja, damit kann ich ganz gut leben. Ja, so sieht unser jetziges Ergebnis damit aus. Also eine 32-Bit-HDR-Datei mit einem wirklich auch, wie ich finde, realistischen Ergebnis. Man hat nicht so diesen typischen HDR-Effekt da drin, den man mit so einem Photomatix-Look da bekommt oder so, sondern man hat wirklich, wirklich ein realistisches Bild, was man auch so in einer Einzeldatei hätte machen können. Aber wie gesagt, wir haben die Tiefen schön aufhellen können und die Lichter abdunkeln können, aber gerade die Tiefen aufhellen können, ohne dass Rauschen im Bild entsteht. Und das kann man wirklich am besten mit einer 32-Bit-HDR-Datei machen. Also mein Tipp, nutzt doch immer so ein bisschen die Bracketing-Funktion, wenn ihr unterwegs seid. Dann habt ihr zumindest die Möglichkeit am Ende, daraus eine 32-Bit-Datei zu machen und wirklich ein komplett rauscharmes Bild zu machen. Ich sehe jetzt gerade, ich werde hier das Bild noch ein bisschen beschneiden. Ich habe jetzt hier oben das Crop-Werkzeug mal genommen und das Bild noch etwas, ja, so gefällt mir das schon ein bisschen besser. Ich werde jetzt hier noch ein Stück wegnehmen. Das ganze Bild noch etwas verschieben, dass mir der Ausschnitt noch etwas besser gefällt. Ja, so in der Richtung werde ich das machen. Ich drücke Enter und habe ein schönes Ergebnis. Ja, Freunde, das ist das Ergebnis für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann klickt auf den Daumen nach oben Button. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, Anregungen und so weiter, postet es unten in die Kommentarfunktion. Ich werde dieses Bild jetzt noch etwas weiter bearbeiten. Hier sind noch so ein paar Sensorflecken, die man wegmachen muss und so weiter. Das ist dann Feinarbeit in Photoshop. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt den Abonnieren-Button. Wenn ihr die RAW-Dateien zu den zukünftigen Episoden dazu haben wollt, zum Mitarbeiten, dann abonniert den Newsletter. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Infobox. Und hier rechts findet ihr jetzt nochmal die Videos von den letzten Wochen. Da ging es zum einen um einen Vintage-Look, den man in Lightroom erzeugen kann, und zum anderen darum, wie man aus einem Tagesbild ein Nachtbild machen kann.
Wenn ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, dann klickt da unbedingt mal rein. Ich denke, das könnte ganz interessant für euch sein. Und ansonsten viel Spaß beim Bearbeiten eurer Bilder. Bis zur nächsten Woche. Bis dann.